Und egal, was du ihm gibst, das wird teuer wirken auf ihn. Mhm. Was will ich draus machen? Ich will sein Hell Island gerade, wo er drauf ist, viel, viel schlimmer machen. Dass du Hell Island schlimmer machst, Heaven Island schöner machst. Heaven Island ist ja ein ganzes Jahr, bla bla bla. Und dann kommt ein Angebot und ein Angebot ist das Schiffchen, was ihn von Hell Island zu Heaven Island bringt. Derjenige gewinnt in einer Verhandlung, der dem es egal ist, ob es was wird oder nicht. Mit ihm nochmal sprechen. Sein Problem, seine Wünsche nochmal richtig festhalten. Das heißt, dass er die Sachen, die er hatte, da hat er wahrscheinlich zwischen Tür und Angel die beschrieben, nochmal telefonieren, okay, was ist dir denn wichtig? Ja, das mit, ich nehme auch an, dass dieses Sicherheitsthema für dich wichtig ist, damit das nicht nochmal passiert. Mhm. Ja, genau, okay. Mhm. Diese Website soll in diesem Zuge, ich bin sowieso dran. Du sagtest, du, ja, eigentlich will ich auch, dass sie umgestaltet wird. Plötzlich packe ich wieder Dinge rauf. Er denkt sich immer, er denkt jetzt gerade, meine Website ist kaputt, sie drückt zwei Knöpfe und sie macht das wieder heil. Und egal, was du ihm gibst, das wird teuer wirken auf ihn. Mhm. Was will ich draus machen? Ich will sein Hell Island gerade, wo er drauf ist, viel, viel schlimmer machen. Ich würde sagen, ey, davor war die Website eh noch vor 4 Jahren. Weißt du, wie viel 4 Jahre im Internetzeitalter ist? Das sind gefühlt 20 Jahre. So, die war alt. Hast du dir denn Angebote von anderen eingeholt? Ja, die haben alle so lange, ah, okay. Ihm nochmal zeigen, dass er es eigentlich nicht bei den anderen machen möchte. Was ist dir denn wichtig? Ja, das zukünftig, dass ich diese mit diesen Sicherheitsupdates und so, okay, verstehe. Was ist dir noch wichtig? Das muss eigentlich so schnell wie möglich. Ah, okay, verstehe. Hm? Ich schreibe das alles auf und dann mache ich ein Angebot. Ich sage, ey, wir machen einen kompletten Relaunch in dem Zuge. Ich bin sowieso an der Website dran. Der Vorteil ist, erst einmal, lieber Hans, die Website, die ich damals für dich gemacht habe, da habe ich das nebenberuflich gemacht als kleines Gewerbe. Jetzt verdiene ich meinen Hauptverdienst damit. Ich habe jetzt Kunden, bei denen ich fast eine 100-Euro-pro-Stunde-Marke knacke. Nur als Ding für dich damals war ich bei 35 Euro pro Stunde. Erinnerst du dich? Oh, was mache ich gerade? Ich setze einen extrem hohen Anker. Das heißt, alleine wenn ich dir die alte Seite machen würde, würde es jetzt dreimal so viel kosten. Was? Confident. Und dann sagst du, aber, easy, du bist Bestandskunde, das ist gerade eine Notfallsituation. So, und Karma's King, ich weiß, dass Geld nicht alles ist, deswegen machen wir das folgendermaßen. Ich kann dir helfen, ich würde es aber von Anfang an so machen, dass wenn ich die Seite jetzt aussetze, würde ich für den Rest des Jahres darauf achten, dass ich das sicherheitsmäßig on top auf Vordermann bringe, regelmäßig Sicherheitsupdates mache und wenn du möchtest, kann ich auch ein Reporting schicken. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist für dich, mache ich. Ich habe mir jetzt direkt ein Reporting-Paket mitverkauft. Das ist hier einmal im Monat, sich einloggen, gucken, ob alles in Ordnung ist, die Plugins updaten. Da, das bekommst du, dann bekommst du den One-Pager, dann bekommst du das, das, das und das. Und ich habe ihn jetzt vorher so geprimed, dreimal so hoch, bla bla. Und jetzt ist es so, oh, das ist zwar alles echt geil, was sie erzählt, aber oh, wie toll wird das. Das Ganze kann ich dir machen für einen Fixpreis von 4.600 Euro. Und du sagst, okay, du ziehst richtig durch mit den 40 Stunden, boom, und hast einen Tagessatz von über 1.000 Euro. Und wichtig, welchen Tagessatz von über 1.000 Euro, diese bisschen Zeit, dann nimmst du jeden Monat nochmal eine halbe Stunde, wo du die Seite rausschaust, ist nochmal netto 6 Stunden, die nochmal draufkommen. Und bevor du das überhaupt machst, machst du dir klar, dass du nicht needy bist. Es sei denn, du sagst, ey, Mauern, ich bin jetzt im finanziellen Ruin jetzt mit meinem Auto, das ist was anderes. Derjenige gewinnt in einer Verhandlung, der dem es egal ist, ob es was wird oder nicht. Er kann dich nicht zwingen, das zu machen. Und du musst ihn auch den Zahn ziehen. Das machen ganz viele. Das ist mir auch ganz häufig passiert. Leute rufen mich gefühlt übertrieben aus den 80ern und sagen, damals hast du ja mal das gemacht. Jetzt ist das kaputt. Und ich denke so, ey. Und das ist auch ein Learning für die zukünftigen Projekte. Wenn Leute, biete immer Wartungspakete mit an, sagt, hey. Wenn du sagst, nee, brauche ich nicht. Dann sagst du, okay. Das ist, ich hab schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, lieber Kunde. Wenn irgendwas sein sollte, natürlich bauen wir das gut, aber irgendwas wird sein. Wir arbeiten mit WordPress. Dann kannst du mich, da muss ich gucken, habe ich gerade Ressourcen? Passt das mit der Zeit? Ich kann dir aber auch gerne 3 andere Leute empfehlen, wenn ich dann keine Zeit haben sollte. Ich schüre dann so ein bisschen, dass du jetzt lernst, diese Expectation Setting, dass du das machst, weil ich kann ja auch nicht, wenn ich was anderes gemacht habe, ewig nochmal nachhaken. Das heißt, es gibt eine feste Abnahme, deswegen gibt es sie. Du tust ihm einen Gefallen, nicht umgekehrt. Weil du bist jetzt gerade so, du bist in deiner grünen Ader, People Pleaser. Du, diejenige, die 10.000, 15.000 Euro im Monat verdient, ist nicht so drauf. Du bist da ganz diplomatisch. Natürlich bist du freundlich und herzlich, aber das ist Business. Das ist nicht irgendjemand, der sagt, ja, meine kranke Mutter muss ins Krankenhaus, fährst du sie dahin, dass du sagst, nee, mach ich nicht, sondern es ist einfach Business, ist Business. Ja. Der Typ hat andere Leute. Guck mal, wie viele Website-Designer es gibt. Und das Coole ist, wenn du noch freundlich sein willst, wenn das nicht passt, kann ich in meinem Netzwerk gerne mal umfragen, ob jemand dir helfen kann. Und dann machst du die Dinge. Dann würde ich mit ihm sprechen, dann sagst du, hey, ich würde ihn auch nicht heute Abend auf Biegen und Brechen das Angebot schicken. Ich würde mit ihm sprechen, ja, dass du Hell Island schlimmer machst,
Heaven Island schöner machst. Heaven Island ist ja ein ganzes Jahr, bla bla bla. Und dann kommt ein Angebot und dein Angebot ist das Schiffchen, was ihn von Hell Island zu Heaven Island bringt. Das würde ich machen. Und das ist das überwältigende Verkaufsskript, wenn du da noch nicht, dir das noch nicht angeschaut hast, da nochmal drüber schauen, dass du das nochmal in deinen Kopf holst und dann zeigst du ihm das und sagst, ja, so und so und so kann es aussehen. Are you in or out? Und mach auch, wenn er sagt, das ist super schnell, das ist super wichtig, dann sagst du, okay, dann muss ich ein Fastlane-Ticket dafür machen. Das heißt, ich werde das so priorisieren, dass es in, keine Ahnung, 2 Wochen live ist. Oder aber wie ist deine Zeit? Und dann sagst du, sonst habe ich eigentlich immer eine Woche, einen Monat Vorlaufzeit, weil ich gerade zu bin mit Projekten. So, entschuldige dich auch. Sag, hey, sorry, ich schaffe das heute nicht mehr, ich bin zu in Kundenprojekten. Eigentlich bin ich die komplette Woche zu, aber lass uns morgen nochmal spontan sprechen. So, dass du halt so ein bisschen Verknappung auch da kreierst. Du kannst auch direkt ihn in den Call holen. Dann sagst du, ich bin gerade beim Angebot verfassen. Ich habe gemerkt, mir fehlen ein paar Infopunkte und ich glaube auch, dass wir einen besseren Weg finden für dein Problem. Oh, okay, krass, die setzt sich damit auseinander und dann kommst du mit den Dingen. Was wäre dir wichtig, ein Relaunch? Du sagtest, du hast mit den anderen gesprochen, warum hast du das mit denen nicht gemacht? Nimm dir das Verkaufsskript. Mach das, geh einfach mit ihm dann durch. Best-Case-Szenario, wie sieht deine neue Website aus? Worum müsstest du dich nicht mehr kümmern? Ja, das und das. Und wenn er auf bestimmte Dinge nicht kommt, wie sieht es mit Sicherheit aus? Willst du dich zukünftig drum kümmern? Oh, das würde ich auch irgendwie gerne abgeben. Du bist am längeren Hebel. Seine Website ist kaputt, er ist needy, es muss schnell gemacht werden. Und er kommt nicht zu dir. Natürlich, also no offense, natürlich sagt er, deine Handschrift gefällt mir gut und so. Wetten, er hat sich 3, 4, 5 weitere Angebote eingeholt, die alle teurer sind und die alle sagen, ja, können wir gerne machen in einem Monat. Frühestens. Deswegen kommt er zu dir. So, das heißt, ja. Das ist wie so eine Werkstatt, wenn dein Auto kaputt ist, die können von dir verlangen, was du willst, weil du sonst nicht wegkommst dort. Das machen wir natürlich nicht, du verlangst jetzt nicht, was du willst, aber du gehst auf keinen Fall, du verdienst auf keinen Fall weniger als deine aktuellen Projekte. Okay. So, das wäre unternehmerisch nicht richtig. Ja, das macht Sinn. Und sehe es auch als Spiel. Also unabhängig, ob es was wird oder nicht, sehe es als Learning. Mhm. Auch wenn er Nein sagt, ist das für dich ein Check, weil du sagst, geil, das war das erste Mal, dass ich mich so gerade gemacht habe in so einer Situation. Was mache ich damit? Ich trainiere den Muskel.